So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zu einem ganz besonderen Event am heutigen Tag, nämlich der Fed-Leitzinsentscheidung, der dritten Leitzinsentscheidung, die eine Zinsanhebung dann hervorbringen wird. Da können wir uns jetzt schon darauf einigen. Die ist nahezu 100% eingepreist. Und ja, das, was richtig spannend wird, ist natürlich die Frage, wird die Fed das liefern, was mittlerweile eigentlich schon fast gefühlt ein bisschen zu viele erwarten, nämlich einen sogenannten dovischen Hike. Was genau das ist, das wollen wir uns gleich natürlich jetzt innerhalb der nächsten 10 Minuten bis dann zur Zinsentscheidung selbst noch en Detail betrachten. Auch warum das übrigens super spannend wird. Solch ein ganz besonders dovischer Hike dann eben, warum der von großem Interesse wäre. Der Markt ist nämlich doch sehr einseitig, dann wiederum US-Dollar Zins Long positioniert. Was heißt Zins Long? Das heißt, dass sich eine sehr stark einseitige Positionierung auf fallende Preise im Anleihebereich herauskristallisiert hat, beziehungsweise eben, weil Anleihekurse invers korreliert sind, sagt man, zu Zinsen, dass dann eben der Markt darauf wettet, dass die Zinsen anziehen. So, und nun kann man sich dann schon vorstellen, was passiert, wenn die Fed heute Abend in irgendeiner Form Andeutung macht, dass es dann doch nicht in dem Tempo, in dem restriktiven Kurs weitergeht, wie man sich das jetzt hier vielleicht dann seitens der Marktteilnehmer vorstellt, was man sich erhofft. Bevor wir allerdings auf all das einen detaillierten Blick werfen, natürlich vorweg hier ein Blick auf mich und das, um was es heute geht. Nein, hier. Auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Und bevor man mit dem Live-Trading beginnt, sollte man bitte seine finanziellen Umstände, auch die Risikoneigung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Und die folgenden jetzt präsentierten Inhalte stellen natürlich keine Aufforderung zum Handeln dar, dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und entsprechend auch Weiterbildung. Ich sage auch gleich vorab, sollten wir uns in irgendeiner Form auf einen Trade dann einigen, in Anführungsstrichen, sollte sich ein Trade ergeben, wird der hier zwar meinerseits mit einem realen Konto umgesetzt. Nichtsdestotrotz macht man sich bitte natürlich klar, dass jeder, der dann plant, diesen Trade ebenfalls abzusetzen, das auf eigenes Risiko eben natürlich tut. Und in diesem Zusammenhang, ja, in diesem Zusammenhang bitte, wie gesagt, das hier erstmal nur als rein informeller und rein veranschaulichen weiterbildenden Maßnahmen oder Veranstaltung eben tatsächlich sieht. Das zu mir und meiner Vita. Dafür haben wir aber heute keine Zeit. Was wir uns jetzt hier natürlich anschauen wollen, ist die Frage, warum ist die Fed gerade heute Spannung? Und jetzt die Kurzfassung. Ich habe es gerade einleitend schon gesagt, weil der Markt eben sehr einseitig auf weiter anziehende Zinsen spekuliert. Und in diesem Zusammenhang habe ich jetzt mal Folgendes schon mal vorbereitet. Es gibt eine Webseite. Die Quelle ist hier unten entsprechend zu sehen. Bloomberg, die zeigt den sogenannten Dotplot. Ich muss allerdings sagen, etwas suboptimaler Form, weil der eine oder andere erinnert sich daran, wir haben schon mal mit einem Dotplot gearbeitet, der ein bisschen klarer war. Da waren nämlich die Punkte alle gleich groß und dann konnte man eben entsprechend sehen, wie viele stimmberechtigte Fed-Mitglieder dort dann entsprechend das Zinsniveau auf einem bestimmten Niveau eben in der Zukunft sehen. So, und das ist jetzt hier in diesem Fall ein bisschen suboptimal. Ich habe aber leider nur diese Grafik in der Form gefunden. Und dadurch, dass diese Bubbles, diese Blasenkreise oder was auch immer, unterschiedliche Größe impliziert, dass dort eben dann mehr sich in diesem Bereich wiederfinden. Alles in allem zeigt sich aber relativ deutlich eigentlich, auch jetzt hier für 2018 schon bereits, dass dort die Mehrzahl der stimmberechtigten Fed-Mitglieder offensichtlich sich für nicht nur einen Zinsschritt heute, sondern dann auch für einen weiteren Zinsschritt, nämlich im Dezember, schon aussprechen. Auch der ist nahezu mit fast 90% bereits eingepreist. Dazu werden wir gleich noch eine Grafik sehen, dann die werde ich online euch zur Verfügung stellen oder beziehungsweise werde ich einfach zeigen. Das ist das sogenannte Fed Watch Tool. Nichtsdestotrotz ist es eben so, das, was eigentlich den Markt am meisten interessiert und das ist das, was mit dovischer Hike gemeint ist, wie geht es denn weiter danach? Also wenn der Zins jetzt angehoben wird, welche Rhetorik wählt man dann seitens der Fed in dem auch heute veröffentlichten Statement? Welche Rhetorik wird Jay Powell, der Fed-Chef, der Fed-Präsident wählen in der Pressekonferenz ab 20:30 Uhr? In welche Richtung wird es gehen? Was wird er sagen? Wie ist der konjunkturelle Ausblick für die USA? Grundsätzlich sind die Zahlen relativ solide. Wir haben gestern erst wieder Verbrauchervertrauenszahlen gesehen, die absolut die Erwartung haben erfüllen können. Mittlerweile ist das Verbrauchervertrauen so gut wie selten zuvor, was auch wiederum aus sentimenttechnischer Sicht ganz interessant werden kann. Da ist es dann durchaus möglich, dass man eventuell früher oder später mal sich die Frage stellt, ist die Performance der Aktienmärkte ganz besonders dann noch so positiv? Wie war es in der Vergangenheit? Ich kann es vorwegnehmen, nicht allzu sonderlich positiv. Aber was nämlich natürlich im aktuellen Marktumfeld ganz besonders interessiert, ist natürlich die Frage, na, in welche Richtung geht denn die Rhetorik und die Sorgen oder auch Nicht-Sorgen um die US-Wirtschaft
im Hinblick auf die Handelskonflikte, die seitens des Weißen Hauses, Querstrich Donald Trumps, des US-Präsidenten hier, ja, an diversen Fronten im Grunde genommen initiiert werden. Da reden wir nicht nur von einem Handelskrieg, der sich ganz deutlich charakterisiert mit China, aber auch beispielsweise eben mit der Europäischen Union. Und das ist natürlich etwas, was dann durchaus die FED dazu veranlassen könnte, zu sagen, naja, den Zins anheben machen wir schon, denn wir müssen natürlich auch irgendwie unser Inflationsziel mit 2% versuchen zu erreichen, Preisstabilität gewähren. Das ist eines unserer Mandate. Nichtsdestotrotz ist es auf der Kehrseite so, dass wir natürlich die Zinsschraube nicht zu aggressiv anziehen können, denn die negativen Effekte auf die US-Wirtschaft durch eben diese schwelenden Handelskonflikte und Eskalation dieser ist natürlich etwas, was wir berücksichtigen müssen, was uns dazu bewegen könnte, eben dann zu sagen, wir heben den Zins an, aber dann zum Beispiel im Jahr 2019 eben nicht wie jetzt in 2018 viermal, sondern dann vielleicht sogar nur zweimal, dass man sagt, im Juni eine Zinsanhebung, vielleicht eine im Dezember. Was man auf jeden Fall hier erkennen kann, das passt recht gut mit diesem Dotplot zusammen, denn dieser Dotplot zeigt zwar, dass wir in Richtung dieser drei Zinsanhebungen gehen, denn wir haben derzeit dann eben ein Zinsniveau nach heute und dann eben nach dem Dezember zwischen 2,25 und 2,5%, beziehungsweise ich muss mal ganz kurz schauen, 175 bis 200 sind wir aktuell. Genau, da kommt es hin. 225, genau, 225 bis 250 Basispunkte. Da sieht man aber eben auch, dann ist zum Beispiel hier durchaus noch, sind einige Marktteilnehmer, also FED-Mitglieder, sind dann in diesem Bereich bei einem Zinsschritt. Hier kommt vielleicht der zweite. Das sind diese zwei Dots, ja. Also man muss das immer so sehen. Das ist dann das Zinsniveau 2,75 bis 3, beziehungsweise 3 bis 3,25%. Das ist dann diese Range. Das sind aber vom dann Niveau im Dezember eben nur zwei, maximal drei weitere Zinsschritte, die da auf den Weg gebracht werden. Und das ist eben genau das, was heute im Zusammenhang eben mit dann diesem Fed-Statement eine Rolle spielt, mit der sogenannte Dotplot, auf den ein ganz großes Augenmerk gelegen wird. Und wenn wir uns irgendwo hier im unteren Bereich wiederfinden, dann wird diese Grafik hier, die ich jetzt präsentiere, der Blick auf die spekulative Positionierung, die man findet übrigens auf barchart.com, das ist auch eine frei verfügbare Webseite, die wird dann eventuell eine ganz, ganz signifikante Rolle spielen, denn diese Positionierung in 10-jährigen US-Zinsen, die deutet darauf hin, dass der Markt hier extrem aggressiv short den T-Note-Future positioniert ist, also 10-jährige Zinsen long positioniert sind die Marktteilnehmer. Derzeit dockt der da oben so ein bisschen an und das ist ganz interessant, also dockt da oben an, also meine ich damit, der Zins um 3%, diese psychologische Marke, wir sind leicht drüber gelaufen, aber ein dynamischer Bruch, der sieht ganz anders aus. Und genau das ist etwas, was man hier im Hinterkopf behalten muss, nämlich in dieser Hinsicht, dieses nicht dynamische Brechen über die 3%-Marke und zeigt gleich diese schwache Vorstellung, die der US-Dollar auf breiter Front hinlegt. Ganz besonders gegenüber dem Euro, aber auch ganz besonders zum Beispiel gegenüber British Pfund. Klar, da gibt es derzeit diese Brexit-Spekulation, aber das alleine kann nicht erklären, wieso der US-Dollar zum besonders Euro nicht an Momentum aufnehmen kann, wenn man nämlich dann wiederum eine andere Betrachtung sieht, nämlich jene aufs Zinsdifferenzial von europäischen und US-amerikanischen Schuldtiteln. Das haben wir schon diverse Male auch immer in anderen Webinaren, auch hier in dieser Reihe, auch im Morning Meeting thematisiert, wo ich dann darauf verwiesen habe, dass das eigentlich ein wesentlich niedrigeres Euro-US-Dollar-Niveau nach sich ziehen sollte, dass der Euro-US-Dollar das nicht abgebildet hat und dieser Zinsentwicklung nicht gefolgt ist. Das ist ein relativ deutliches Signal, dass der US-Dollar nicht so stark ist auf der Brust, wie das die Zinsen hier an dieser Stelle suggerieren. Und wenn jetzt noch die Fed kommt und dann an dieser Zinsschraube zwar dreht, aber nicht in ihrer Rhetorik darauf hindeutet, dass sie auch weiter aggressiv an dieser dreht, wäre das ein Grund, dann dieses Zinsdifferenzial deutlich einschmelzen zu lassen. Also sprich anders formuliert, für eine starke Gegenbewegung im T-Note-Future zu sorgen, Aufwärtsbewegung. Zeitgleich heißt das US-Zins runter auf 10 Jahre. Und das ist das, was die Fed halt heute so unglaublich, unglaublich interessant macht. Und ich habe hier jetzt ein Szenarientableau erstellt. Bin mir sicher, wir haben jetzt noch 3 Minuten, bis die Fed dann veröffentlicht. Ich verfolge das hier parallel über Twitter. Derzeit brauchen wir noch keinen Blick auf die Märkte werfen. Ist noch nicht wirklich spektakulär. Wir werden natürlich gleich kurz um 59 mal rüberschalten, aber das wird sich wahrscheinlich dann recht zügig eben entsprechend wieder legen. Ich sehe gerade vor 38 Sekunden, just in diesem Moment wird New York gemeldet, dass Donald Trump gerade eben gesagt hat, wir haben heute wir haben heute vereinbart, dass wir
Verhandlungen treffen zwischen den USA und Japan. Das wäre etwas, ich schaue mal ganz kurz, was eigentlich jetzt kurzzeitig, nö, was nicht dafür sorgt, dass da Riesenwohl an den Markt kommt. Also derzeit hält sich das noch in Grenzen. Natürlich blicke ich auch gerade so ein bisschen auf den Yen. Eine mehr als schlecht laufende Position haben wir nämlich offen im euro-japanischen Yen. Gefällt mir gar nicht, weil wir sind 3 Pips gerade vom Stop entfernt. Die Volatilität derzeit hält uns davon ab, ausgestoppt zu werden. Aber das Letzte, was ich gerne haben möchte, ist jetzt eine dovische fetten Euro-US-Dollar, der da auf der Oberseite richtig marschiert und Dollar-Yen nicht folgt. Das könnte nämlich nach sich ziehen, dass Euro-Yen einen starken Spike auf der Oberseite sieht, der dann sehr unangenehm ausgestoppt wird und eventuell auch ein bisschen Slippage nach sich zieht. Ich denke, die wird sich in Grenzen halten. Weil wir mit Tickmill natürlich hier einen abwickelnden Broker haben, der auf einen immensen und auch einen sehr tiefen Liquiditätspool zugreift. Und bis jetzt war Slippage nur in positiver Hinsicht eigentlich ein Thema. Nichtsdestotrotz ist natürlich etwas, was du als professioneller Trader im Hinterkopf hast. Gut, jetzt habe ich ein bisschen zu viel eigentlich schon drumherum gequatscht, weil stattdessen könnten wir uns auch dem Szenarientableau widmen können. Also wir schauen gleich einfach mal drauf. Zunächst einmal kurz der Blick Zinsanhebung. Wie gesagt, das ist eine ausgemachte Sache. FedWatch Tool. 100%, damit dürfen wir uns jetzt gleich auch schon anfreunden. Das wird geschehen. Aber dann ist eben die Rhetorik des Fed-Statements interessant. Die Kurzfassung ist folgende: Skepsis bezüglich US-Konjunktur wäre überraschend. Ja, wie sieht es aber mit der globalen Konjunktur aus? Wenn da auch Skepsis formuliert wird, wäre das ein fast schon ultra-dovischer Hike, also das heißt eine Zinsanhebung, aber eine sehr, sehr expansive Geldpolitik favorisierende Rhetorik, die dann für einen US-Dollar Pull, also so einen sehr, sehr starken Push auf der Unterseite im US-Dollar führen könnte, der dann zeitgleich Euro-US-Dollar dynamisch über 1,18 befördern dürfte und auch weiteres Aufwärtspotenzial bis 1,20 und auch höher noch frei erhält. Der DAX ist gefühlt eher bearish darauf, durch eine eben konjunkturelle Eintrübung, durch einen Handelskonflikt, der da zwischen den Zeilen mitschwingt, scheint dann eher wahrscheinlich, dass wir die 12.100er Region sehen, müssen wir aber abwarten. Also Equities, da bin ich immer sehr, sehr reserviert. Dollar-Yen wäre sehr bearish, Zwischenziel eventuell um 111,80, 112, auf dem Weg allerdings in Richtung 110 und Gold sehr bullish mit einem Break über 1215. So, alle weiteren Szenarien bauen auf diese Erwartung auf und gehen eigentlich nur dann von der Rhetorik aus. Da gibt es dann weniger Skepsis für den US-amerikanischen Markt, was wir jetzt hier machen. Gut, jetzt ist die Position hier ausgestoppt worden, Euro-Yen. Ich muss auch sagen, gefällt mir in Anführungsstrichen relativ gut. Klar wäre es jetzt alles andere sicherlich optimal, wenn jetzt Euro-japanischer Yen anschließend hier ja wieder sehr, sehr deutlich in den Bereich um dann weiß nicht, 132,60 oder auch tiefer fällt. Aber wir sehen hier bereits, da kommt jetzt gerade die Attacke auf die 133. So, die Fed hat jetzt gerade eben die Entscheidung verkündet. Und wir sehen erstmal verhältnismäßig unspektakuläre Action. Euro-US-Dollar zum Beispiel. Also woran erkennt man, dass das unspektakulär ist? Das erkennen wir eben an der Tatsache, dass Euro-US-Dollar, Verzeihung, hier zum Beispiel gar nicht reagiert. Wir sehen auch zum Beispiel Dollar-japanischer Yen. Tendenz ist jetzt eher leicht bullisch gegen diese ja, Trendlinie, die man einzeichnen kann. Wenn wir das mal rauszoomen, das Bild, dann sehen wir, dass sich das auch um ein Dreieck handelt hier. Also das heißt, alles in allem. Alles in allem ist es eigentlich erstmal so wie erwartet. Ein Augenblick. Die Fed hat den Zins angehoben. Und das, was jetzt interessant wird, und das verfolge ich jetzt hier parallel, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich muss das nämlich dann auch erstmal verarbeiten, was da noch eben entsprechend an Informationen läuft. So, was ich jetzt schon mal hier machen kann, ist Folgendes. Ich kann hier einen Link einstellen in die Chatbox mit dem Statement, dem offiziellen Statement, das habe ich jetzt hier parallel, der Fed für heute. Das ist allerdings nur für absolute Mega-Trading-Fans, möchte ich schon fast sagen, weil so spektakulär wird sich das nämlich nicht lesen. Das ist einfach nur das Statement, was jetzt hier veröffentlicht worden ist und wo es auch nur um eine Nuance geht. Nämlich diese Nuance besagt, dass die Fed ihre akkommodative Haltung eben, also diese Anpassung auf Schwankungen im Bereich der Wirtschaft eben angepasst hat. Und das ist allerdings etwas, was jetzt nicht besonders spektakulär ist, denn es ist so, dass das schon bereits erwartet wurde. Das hatte gestern schon jemand auch mal im Morning Meeting erwähnt. Übrigens, was hier übrigens Erwähnung finden muss, wirklich muss, das ist das, was ich gerade eben einfach nur so beiläufig erwähnt habe. Ich bin es aber nicht anders gewöhnt. Also insofern ist das jetzt ein bisschen, das hat nichts irgendwie
zu bedeuten, dass ich es nicht zum Thema mache. Schaut euch mal die Spreads an jetzt auf die Fed-Statement selbst, also Euro-US-Dollar immer mal so als Referenz. Wir reden hier von einem Spread, den Tickmill jetzt zur Verfügung stellt. Das ist die fünfte Nachkommastelle zwischen 0 bis 3. Also das heißt 0,0 bis 0,3 Pips Spread Euro-US-Dollar auf ein extrem hochvolatiles Event. Es ist das Zeug von einer enormen Qualität des Liquiditätspools, der hier herangezogen wird. Also das ist das, wo sich dann Erstklassigkeit im Bereich Brokerage eben dann zeigt, bei solchen hochvolatilen Events, wo eben es dann wirklich auch eine schnelle Orderausführung ankommt. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier in diesem Zusammenhang, wir haben eine Position jetzt gerade hier ausgestoppt gesehen. Können wir mal kurz auf die Kontohistorie gehen, da kann man das sehen. Da sieht man hier gerade eben, das sind wir ausgestoppt worden. Und haben aber bereits, oh hier, sehen wir, sind mit tatsächlich ein bisschen negativer Slippage rausgekommen. Also begünstigt eben durch diese Spread-Ausweitung. Ich muss mal ganz kurz jetzt hier parallel was schauen. Einen Augenblick, bin gleich wieder da. So. Okay. Kommt jetzt eine erste Frage rein, nämlich woran oder warum steigen jetzt die Indizes? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal vermuten, weil aktuell die Nachfrage größer ist als das Angebot. Also ich persönlich bin gerade hier parallel noch im Bereich. Das ist interessant. Das ist interessant. Das erkennt man jetzt hier. Es könnte durchaus sein, das passt relativ gut zusammen. Es könnte durchaus sein, dass der Markt jetzt bereits beginnt und das zeichnet sich hier ab, dass wir eine verhältnismäßig dovische Interpretation des Statements sehen. Also Euro-US-Dollar zieht in Richtung hier der Region. Übrigens, das ist falsch rum. Es müsste eigentlich hier die rote Linie sein und unten müsste die so und unten müsste die grüne Linie sein. Wir sehen eine verhältnismäßig dovische Interpretation des Marktes, nämlich, das lese ich jetzt hier gerade einen Augenblick, so, das im Fed-Statement selber, und das ist dann dieser sogenannte Dotplot, ja, ich sehe jetzt hier gerade, ich hoffe, dass ich hier gerade eine Grafik habe, die das mal schön illustriert. Eine Webseite, die das immer sehr, sehr gut abbildet, ist Zero Hedge. Jetzt muss ich aber, na, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen geduldig sein, bis er das macht. Also ich wäre schwer überrascht, wenn wir jetzt nicht innerhalb der nächsten 10 bis 15 Minuten auf der Webseite diesen angepassten Dotplot sehen. Aber alles in allem ist es so, dass wir offensichtlich für das Jahr 2000 und für das Jahr 2019 keine weiteren, ja, sehr schön. Also, es ist noch keine Grafik da, aber eine schöne Formulierung. Fed Dots show 12 of 16 officials favor 4 rate hikes in 2018. Also, das heißt, 12 von 16 sehen auf jeden Fall den Zins in 2018 noch ein viertes Mal angehoben. Aber das, obwohl das hilft uns noch nicht wirklich weiter, denn das war auch etwas, was vorher schon nahezu fast klar war. Nein, das, was in diesem Zusammenhang interessant ist, ist die Tatsache, genau, drei Anhebungen. Vielen Dank. Andreas hat es gerade reingeschrieben. Sehr gut. Jetzt muss ich das nicht weiter suchen. Es gibt jetzt aktuell eben die Projektion, die liest hier drei weitere Zinsschritte in 2019. Und offensichtlich interpretiert der Markt das entsprechend dovish. Sieht man im US-Dollar-Abverkauf, sieht man jetzt auch hier zum Beispiel Dollar-Yen unter Druck, zeitgleich aber eben auch Euro, der verhältnismäßig stark anzieht. Übrigens im Daily sieht man das noch ein bisschen besser. Wenn man jetzt hier mal sich diese Region anschaut. Ich nehme das mal hier raus. So, dann irritiert das nicht so. Wir sehen hier, dass wir jetzt diesen ganz wichtigen Bereich um diese Hochs um 18,50 anlaufen. Und wie gesagt, das, was wir jetzt sehen, diese US-Dollar-Schwäche ist etwas, was eben primär durch den Zins induziert wird gerade. Also derzeit dürfte es, wir haben jetzt den Zinsmarkt nicht abgebildet, aber derzeit dürfte es derzeit Mini-Rally, so nenne ich sie jetzt mal, eben im T-Note kommen, US-Zinsen dürften unter Druck geraten und infolgedessen ist es eben entsprechend so, dass wir dann den US-Dollar unter Druck sehen, eben durch dieses schrumpfende Zinsdifferenzial, während, also Dollar-Yen zeigt das hier oder Euro-US-Dollar zeigt das eher, während eben beispielsweise Gold steigen oder eben auch Indizes darauf zunächst mal positiv reagieren. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt den DAX zum Beispiel mal hier auf 5-Minuten-Basis mir angucke, ja, wir sehen eine bullische Reaktion. Okay, aber wir reden eben auch nur von 20 Punkten. Also ich formuliere das mal etwas um. Das, was wir gerade hier sehen, das ist genau das, weswegen ich eigentlich für den Indexbereich oder warum ich den relativ stiefmütterlich auf diese News jetzt sehe. Also ich persönlich, das sieht man eben hier, wirklich ultra dovish ist es nicht, ja, aber es ist
dieses Szenario, würde ich mal sagen. Das zweite Szenario. Das dritte brauchen wir uns dann tatsächlich gar nicht mehr betrachten. Es variiert eben auch nur hier hinsichtlich des Ausblickes auf die Konjunktur. Ja, in Kombination mit meiner Einschätzung eher nach dovish. Ja, ich habe mich jetzt hier primär eben auf die Einschätzung der Fed bezüglich der Konjunktur fokussiert, was aber sich dann im erweiterten Sinne in diesem Dotplot widerspiegelt. Und wir sehen eben hier dann das Szenario zum Beispiel für den Euro-US-Dollar. Jetzt können wir uns auf die Trading-Perspektive eben, glaube ich, ein bisschen noch mehr fokussieren und wie wir diese Informationen verarbeiten können. Also Euro-US-Dollar sehe ich dann eben bullish mit dem Break über die 18, 18,50 als sehr realistisch tatsächlich und stärkeres Aufwärtsmomentum mit Ziel 1,20. Um das allerdings zu erreichen, würde ich mir, hier schreibe ich schon, weitere hawkische Andeutungen seitens der EZB wünschen. Was meine ich damit? Nun, wie zum Beispiel eben diese Andeutung von Draghi vorgestern zum Wochenstart gleich, wo er mehr oder früher als bis jetzt erwartete Zinsanhebung durch eine anziehende Inflation in der Eurozone eben angedeutet hat. Das hat kurzzeitig für einen Spike im Euro gesorgt, der uns Euro-US-Dollar zum Beispiel über die 1,18 befördert hat. Ich zeige das nochmal kurz mal hier im Chart, wie das ausgeschaut hat. Ja, das war, Moment. Hier ist der Daily, ich schaue uns kurz die Stunde an. Das war diese Kerze hier. Diese am Montag, das war um 15 Uhr ungefähr, wo wir mal kurz über die 1,18 eben tatsächlich gespritzt sind. Und sind vor allen Dingen in den Abend hinein wieder verkauft worden. Und so, das, was eben jetzt in dieser Konstellation dann doch relativ interessant ist oder war, muss man sagen, ist dann eben hier, dass dadurch eine Range sich ausgebildet hat, wo wir eben jetzt gerade die Attacke gesehen haben. Es reicht aber eben nicht. Also dieser dovische Touch ist dann doch wiederum etwas gewesen, was eigentlich tendenziell den Euro-US-Dollar in der Lage sein sollte, über die 1,18 zu hieven. Es ist aber auch wiederum etwas, was auf der Kehrseite seitens des Marktes bereits eingepreist war. Das ist, was ich ganz, ganz zu Beginn des Webinars sagte, als ich anfing, wo ich sagte, es ist mir eigentlich schon wieder, es sind mir zu viele, die diesen dovischen Hike erwarten, also diese Andeutung, dass es eben nicht in diesem Tempo mit Zinsanhebung weitergeht. Und das spiegelt sich gerade in der Price Action relativ gut wider. Also was wir jetzt bräuchten, wäre irgendeine Andeutung, irgendeine Meldung hinsichtlich des Brexit oder sonst dergleichen, eine Andeutung hinsichtlich eines Notenbankers der EZB, der irgendwie sagt, ja, eine früher als erwartete Zinsanhebung seitens der EZB, sprich schon Mitte 2019 zum Beispiel, ist etwas, was derzeit durchaus realistisch und wahrscheinlich ist. Und deswegen sind wir für die weitere Aussicht des Euros dann hinsichtlich unserer Geldpolitik bereit, eben auch restriktivere Schritte, auch weil das derzeitige Wirtschaftswachstum es rechtfertigt, auch die südeuropäische Peripherie, auch die politische Situation sich vielleicht stabilisiert und dergleichen, bereit, eben an der Zinsschraube zu drehen. So, lange Rede, kurzer Sinn, das wäre noch ein Treiber, der einerseits den US-Dollar jetzt aktuell in der Lage ist, unter Druck zu bringen, aber zeitgleich eben auch den Euro dann eben zu treiben und um dann eben diesen Break der 1,18 auf den Weg zu bringen. Ohne diesen ist es allerdings dann bis jetzt zumindest mal eben dieses Non-Event. Was ich auch schreibe, ist hier zum Beispiel, dass ich den DAX neutral sehe. Und in diesem Zusammenhang ist es eben auch so, ausgehend von jüngster Price Action sehe ich eine realistische Chance auf eine Zeitattacke auf die 12.600er Region. Also dieser dovische Hike, wie gesagt, in Verbindung mit eben dann doch dieser verhältnismäßig neutralen Positionierung bezüglich des Handelskonflikts, dieses Weiterspielenden, ist eben etwas, wo man sagen kann, naja, wenn man das im Gesamtkontext betrachtet, hält sich das Bild stabil, wir konsolidieren weiter auf hohem Niveau und eine Attacke auf der Oberseite scheint wesentlich wahrscheinlicher in diesem Bild, als dass wir auf der Unterseite zurück unter 12.300 Punkte fallen. Also das heißt, es fügt sich gerade, was wir im DAX sehen, recht gut in meine Einschätzung ein, auch wenn ich gefühlt jedenfalls heute über den gesamten Tag eher eine Short-Haltung hatte. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt mich überrascht gezeigt. Ich hätte mich jetzt nicht wirklich überrascht gezeigt, wenn der DAX da in irgendeiner Form stärkeren Abgabedruck eben gesehen hätte. Kurz noch Blick, muss man eben schauen hier. Okay, perfekt. Nichtsdestotrotz ist eben auch jetzt diese Konsolidierung auf hohem Niveau in Einklang eben mit dieser bullischen Action. Also passten einfach. Das passt, aber nichtsdestotrotz, ich würde das nicht als bullische Reaktion bezeichnen wollen. Jetzt mal etwas noch direkter formuliert. Das, was wir hier gesehen haben, ist mal ein kurzer Spritzer auf der Oberseite, aber nicht wirklich mehr. Wir sind weiterhin in einem neutralen Grundmodus gefangen seit Beginn der Woche, nach der Squeeze vor dem großen Verfall vergangene Woche Freitag. Was anders formuliert nichts weiter bedeutet, als um wirklich von bullisch zu sprechen, brauchen wir den Breakout über die 12.400, vielleicht sogar 430, so 420, 430, so diesen Bereich hier auf der Oberseite.
zu dem wir aber eine gute Chance haben morgen. Das muss man auch sagen. Also ich glaube, in den Wochenschluss hinein kann da durchaus nochmal dieser Attack erfolgen. Und wenn das gelingt, ich glaube, dann ist auch zügig weiteres Aufwärtspotenzial gegeben, welches uns bis 12.400 Punkte befördern, Entschuldigung, 12.600 Punkte befördern kann. Ich mache jetzt mal ganz kurz Folgendes und zeige auch mal, wie man hier mit Kursprojektionen und Kurszielen arbeiten kann auf der Oberseite. So. Wir können einfach diese Range, die sich hier herauskristallisiert hat in der letzten Woche, einfach nehmen und können die einfach dann nach oben duplizieren. Und dann sehen wir, dass wir mindestens Potenzial haben, was uns eben bis in den Bereich um 12.500, 530 Punkte führen kann. Eventuell sogar, und das wird dann ersichtlich, wenn wir den Tageschart nehmen, den habe ich jetzt allerdings nicht so schön vorbereitet. Wir sehen einmal hier diesen Bereich um die Hochs aus der letzten Augustwoche. Das ist 12.600 Punkte. Und wenn wir ergänzend hierzu noch eine 200-Tage-Linie reinlegen, dann sehen wir zusätzlich noch, also keine Experimente irgendwie hier mit Exponential Moving Average, sondern einfach nur eine 200-Tage-Linie. Ich nehme jetzt mal hier eine magentafarbene Linie, so. Dann sehen wir, die fallen relativ gut zusammen, diese Bereiche. Also so sehe ich das dann auf der Oberseite als potenzielles Kursziel. Es könnte vielleicht sogar ein bisschen wie eine Art Magnet auf der Oberseite wirken. Und ja, also folglich eben, es könnte dann eben nach dem Bruch über die 12.420, spätestens das Vorwochenhoch um 460 ungefähr, genau zu dieser Bewegung kommen. Nichtsdestotrotz, ich würde mich derzeit noch nicht positionieren wollen, weil der Grundmodus eben alles in allem und die Linie nehme ich jetzt raus, weil sonst, obwohl überlebt es. Ja, tut es, weil das ist jetzt die 200-Stunden-Linie hier und die brauchen wir dann nicht. Würde aber dennoch eben die Bestätigung wirklich abwarten wollen, mit dem Bruch auch wirklich auf der Oberseite. Mich nicht jetzt schon bereits antizipatorisch eben, also in Erwartung auf einen solchen Bruch positionieren wollen, weil eben derzeit auch inmitten dieser Range-Zeit noch die Gefahr besteht, dass wir eine Attacke auf die Unterseite, auf die 12.300 zu sehen bekommen. Wir haben gestern, ich hatte jetzt gerade eben Trump schon erwähnt, und jetzt sind wir schon, man sieht es, relativ zügig von der Fed fast weg, weil alles, was da jetzt gerade geliefert wurde, das ist in der Form schon fast, möchte man sagen, erwartet worden, liefert eigentlich nicht wirklich neue Informationen. Und deswegen wird aus einem Event, was eigentlich das Potenzial hatte, durch eben eine entsprechend expansive Rhetorik seitens der Fed spektakulär zu werden, weil es eben zu viele schon erwartet haben, plötzlich zu einem Non-Event. Kommen wir zurück nochmal zu Trump. Gestern gab es ja diesen, das war kein Affront, aber zumindest mal hat man aus der Reaktion der deutschen Delegation, die dort war, in Person auch des Ministers Maaßen, der ist, jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, ist der jetzt eigentlich Außenminister? Ja, der ist Außenminister. Außenminister, nicht Maaßen, übrigens Maas heißt der, auch Freudscher Versprecher, also Maas. Da hat man dann doch gesehen, dass dort einiges an Augenrollen auf den Weg gebracht worden ist. Da hat es eine Art Attacke, in Anführungsstrichen, während der Rede Trumps auf die Deutschen eben gegeben, wonach er davor warnt, dass Deutschland sich in eine zu starke Abhängigkeit hinsichtlich der Energie, die es von Russland bezieht, eben begibt. Und hat dort einige, ich habe es nicht weiter verfolgt, ich habe nur die Reaktion gesehen und daraus den Rückschluss gezogen, dass da durchaus auch weitere Spannungen vorhanden sind. Hab dann eben entsprechend oder ich schließe daraus jetzt, dass jederzeit wieder die Gefahr potenziell besteht, dass es eben vielleicht zu einem ja, Trumpschen Tweet kommen könnte, der dann in irgendeiner Form in der Lage ist, hier Sorgen zu schüren hinsichtlich einer Eskalation im Handelskriegbereich, der dann in der Lage ist, eben dann auch den DAX mal auf der Unterseite performen zu lassen. Und deswegen würde ich mich davon derzeit auf jeden Fall nicht hinreißen lassen, jetzt in Antizipation auf einen Bruch auf der Oberseite, auch wenn er wahrscheinlich erscheint. Das muss man ausgehend von der Price Action, wie gesagt, ganz klar festhalten. Nichtsdestotrotz würde ich gerne den Bruch eben sehen, wenn ich mich da diskretionär positioniere. Sollte er dann aber erfolgen, gehen wir über die 420, gehen wir über die 460, das Vorwochenhoch. Wie gesagt, dann sehe ich weiteres Potenzial, nicht nur bis 12.500 in dem projizierten Bereich auf der Oberseite, sondern auch darüber hinaus bis in die Gefilde eben um 12.600 Punkte, was im Tag dann wiederum die 200-Tage-Linie und gleich das Hoch aus der letzten Handelswoche August ist eben tatsächlich. So, das also zum DAX. Das Gleiche können wir übrigens auch, es fällt gerade auf, ich habe es gar nicht so konkret jetzt formuliert. Das Gleiche können wir auch festhalten für den Euro-US-Dollar. Also, um diese Attacke zu sehen zu bekommen, brauchen wir noch die Unterstützung in Anführungsstrichen eines fundamentalen Treibers aus eben möglichst dem EZB-Lager. Ob dieser jetzt wirklich kommt, muss ich sagen, bin ich ein bisschen skeptisch. Hat auch damit zu tun,
weil die EZB jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, auch wenn sie jetzt einen Inflationsausblick vielleicht formuliert oder eine Inflationserwartung hier suggeriert. Auch die Kommentare von Mario Draghi, die eigentlich eine Zinsanhebung schon wieder wahrscheinlicher werden lassen. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch der EZB klar, dass solche Andeutungen dazu führen, dass der Euro potenziell eher aufwertet. Also nicht, dass die sich jetzt das Kursniveau des Euros konkret betrachten. Das hatte Mario Draghi auch schon diverse Male auf einigen Leitzinsentscheidungen immer wieder von sich gewiesen. Aber, und das ist etwas, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, es ist schon sehr realistisch, dass die sich den Kursverlauf im Euro vielleicht auch in der derzeitigen Konstellation dann doch mal näher betrachten. Und der ein oder andere handelsorientierte Offizielle, wenn es denn dann solche gibt, oder zumindest Berater eines Offiziellen, wird da vielleicht mal darauf hindeuten und sagen, wenn wir über diesen Bereich gehen, sind zügig wieder Notierungen auch um 1,20 denkbar. Das könnte ein sogenanntes technisches Kaufsignal sein. Und das ist etwas, was natürlich dann im Hinterkopf vielleicht dann seitens der EZB behalten wird, auch im Hinblick auf eventuell negative Effekte, die zu erwarten sind, wenn es tatsächlich zu einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und Europa kommt. Denn dann könnte man diese versuchen abzufedern oder zu konterkarieren, dadurch, dass man eben das Bewertungsniveau des Euros versucht eben zu drücken. Ja, und das wäre natürlich etwas, wo man diesen Bruch, dieser Attacke auf der Oberseite gerne vermeiden möchte. Wenn er kommt, wird man ihn nicht vermeiden können. Dafür ist der Markt einfach zu groß, zu tief. Das wird man auch seitens der EZB nicht in der Lage sein. Aber nichtsdestotrotz, man muss es ja nicht unnötig provozieren, dass dieser Bruch durch eine dann entsprechend restriktive Rhetorik auf den Weg gebracht wird, eben tatsächlich. So, soweit das Bild, wie sich das im Euro-US-Dollar darstellt. Also auch da ähnlich wie im DAX interessanterweise. Das wird der ein oder andere jetzt sicherlich interessant finden. Da wird er sagen, Moment mal, warum denn Bullish DAX, Euro dann auch Bullish? Ist es nicht eigentlich eher so, dass ein anziehender Euro eher für einen dann fallenden DAX spricht? Grundsätzlich ist es immer eine sehr schöne Möglichkeit, diese Korrelation herauszuarbeiten. Und es gibt auch Phasen im Markt, in denen das tatsächlich so ist. Aber derzeit ist es tatsächlich eher so, dass diese Korrelation in Anführungsstrichen als aufgehoben bezeichnet werden darf. Also das heißt, das ist nicht in Stein gemeißelt, dass wenn der Euro steigt, dass dann zeitgleich der DAX eben fällt oder umgekehrt, sondern dass da durchaus auch zwei anziehende Märkte sich zeigen können, also Euro anzieht und zeitgleich auch der DAX sich dann bullisch präsentiert. Genau, also das in diesem Zusammenhang. Werfen wir den Blick auf den Dollar-japanischen Yen. Hier, ich finde die Konstellation super interessant. Es gelingt in der Tat, sich auf hohem Niveau zu stabilisieren. Und wenn wir die Stunde so betrachten, dann sehen wir eben, dass auf jeden Fall erstmal eine klare Aufwärtstendenz zu erkennen ist und die Widerstandsregion um 113. Perfekt. Einen Moment. Ich sehe gerade, bevor wir zum Dollar-Yen kommen, möchte ich ganz kurz Folgendes teilen. Einen Moment. So. Einen Augenblick. Ich mache mir jetzt ganz kurz hier einen Tab auf. Beziehungsweise ich mache keinen Tab auf, sondern mache einen Browser auf, aber das dauert irgendwie ein bisschen zu lange. Einen Moment. Da ist er. Na? Neuer Tab. Klick. So. Fast wie wie versprochen mit Ankündigung. Man beobachtet es ja dann doch mal. Zero Hedge hat jetzt diese Grafik, die im Dotplot, abgedateten Dotplot, tatsächlich hier zur Verfügung gestellt. So, Fed hikes rates for eighth time and accommodative error. Das heißt also, der akkommodativen Geldpolitik, das ist hier jetzt hinfällig. Aber das, was uns interessiert, ist diese Grafik. Und ich versuche jetzt mal auch gleich ein bisschen so groß zu machen, dass man was erkennen kann. So, also, das sind die June Dots. Da sind die September Dots. Was bedeuten denn diese Punkte? Also für den, der sich jetzt diese Grafik das erste Mal anschaut, der wird sagen, aha, das sieht aus wie, ja, so ein bisschen wie Blindenschrift. Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr signifikante Grafik. Sehr, sehr einfach gehalten, aber durchaus sehr stark in seiner Aussagekraft, weil sie gibt nämlich an, jeder Punkt steht für ein stimmberechtigtes FED-Mitglied. Und
Diese Punkte geben an, wo die einzelnen stimmberechtigten FED-Mitglieder im Jahr 2018, 2019, 2020 eben das jeweilige Zinsniveau sehen. Ihr seht übrigens auch den Unterschied dieses Dots oder dieser Dot-Darstellung im Vergleich zu jener. Also die beiden zeigen eigentlich das Gleiche von der Information her. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ihr werdet übereinstimmen, dass es schwierig wird, aus der Dicke dieser Blase zu erkennen, wie viele denn jetzt tatsächlich für dieses Niveau gestimmt haben. Das ist eben hier wesentlich einfacher, denn da zählst du einfach nur die einzelnen Dots. Also das bedeutet etwas anders formuliert. 2018 sehen derzeit am Ende des Jahres hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stimmberechtigte Mitglieder das Zinsniveau eben am Ende des Jahres. Moment, verzeiht, nein, nicht richtig. Das sind noch im Juni. Sehen eben hier, dass das Niveau dann bei 2,25, das ist ja der Mittelschritt, bis 2,5%. Also wir reden hier immer von einem Zinsband. Und was jetzt eben interessant ist, ist, dass wir dort die Anpassung sehen. Da sind es dann plötzlich 12 von 16. Also es sind immer 16 Punkte. Da sehen wir eben, die sind jetzt bei 2,25 bis 2,5. Also derzeit ist das Zinsniveau 2,00 bis 2,25. Und da sehen eben jetzt 12 von 16, also die deutliche Mehrheit, diejenigen welchen, die haben sich auch größtenteils hier dann eben entsprechend nach oben verabschiedet, in Anführungsstrichen verabschiedet, also sind dann nochmal restriktiver geworden. Von diesenjenigen welchen sind nochmal drei, beziehungsweise, nee, Verzeihung, doch drei, genau, drei sind nach oben gesprungen, in Anführungsstrichen. Dieser eine hat sich jetzt von dem Ultra Hawk, also demjenigen, welchen der dann tatsächlich noch zwei weitere Zinsschritte erwartet, nach unten verabschiedet. Und da sind wir jetzt eben dort bei einer Zinsanhebung um weitere 25 Punkte, 25 Basispunkte eben im Dezember. So sind diese Grafiken zu verstehen. Und das, was eben jetzt interessant wird, ist Folgendes, nämlich was ist denn dann in 2019 zu erwarten? Und da kommt diese Betrachtung dovischer Hike eben ins Spiel. Hier sehen wir nämlich, dass die FED-Offiziellen jetzt eben zwar erwarten, dass da weitere Zinsschritte erfolgen, aber die Mehrheit jener, das sind dann nämlich jene vier plus diese vier plus diese drei, diesejenigen welchen, die sehen die FED in 2019 maximal drei Zinsschritte auf den Weg bringen. Tatsächlich mit der Mehrzahl eher bei zwei Zinsschritten. Also allejenigen, welchen die oberhalb dieser 3%-Marke liegen, sind bei drei Zinsschritten. Ja, wäre der erste, hier ist der zweite und dann diese dicke schwarze Linie, das wäre der dritte Zinsschritt um 25 Basispunkte. Da sind dann noch welche, die kommen auch noch mit dem vierten Zinsschritt und tatsächlich jemand mit fünften. Also auch da ist das Spektrum natürlich sehr, sehr breit, derjenigen welchen. Aber, und das ist eben das Interessante, die Mehrzahl sieht eben tatsächlich nur, im Moment ist nicht ganz die Mehrzahl, stimmt nicht ganz, aber die Mehrzahl ergibt sich in dem Moment, wo wir uns dann die 13 Schritte angucken. Die Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Mitglieder liegt zwischen 2 bis 3 Zinsanhebungen in 2019, nicht bei 4. Und das ist eben etwas, was dann als erstmalig jetzt dovish oder zumindest die EZB von der Zinsschraube oder vom Drehen der Zinsschraube zurücktreten lässt. So ist diese Grafik zu verstehen. Also in der Tat können wir alles das, was dann in Textform sich irgendwie wiederfindet in den Medien oder auch das, was ich jetzt hier berichte, lässt sich tatsächlich anhand dieser Dots ablesen. Und auch die Haltung, auch die Einschätzung bezüglich der wirtschaftlichen Situation und dergleichen, all das lässt sich an diesem, wenn auch sehr im ersten Moment gewöhnungsbedürftigen Bild eben tatsächlich ablesen. So, das also in diesem Zusammenhang nochmal der Vollständigkeit halber. Und jetzt kommen wir wieder zur Trading-Variante. Also wir sehen jetzt auch mittlerweile, der US-Dollar ist in der Lage, sich zu erholen. Das spricht jetzt eher dafür, und auch während übrigens der DAX zum Beispiel auf hohem Niveau sich stabilisieren kann. Also auch hier sieht man, eigentlich ist es relativ egal offensichtlich, ob es sich um einen dovischen Hike oder um einen hawkischen Hike oder irgendwas dazwischen, das, was der Markt erwartet hat, handelt. Es spiegelt oder spielt sich gerade genau das ab, was ich gesagt habe, was ich in Bezug auf Equities in der jüngeren Vergangenheit grundsätzlich fahre, auf solche Zinsentscheidungen. Ich gucke mir genau an, wie der Markt darauf reagiert und handle dann ausgehend von dem, was ich sehe und nicht dem, was ich da hineininterpretiere. In Bezug auf die Devisenmärkte, in Bezug auf Gold, Edelmetalle, also auch sehr zinssensitive Assets dann entsprechend oder auch zinssensitive Währungen, wie zum Beispiel der japanische Yen, lässt sich eine Tendenz ablesen. Nichtsdestotrotz bei Equities sieht das Bild komplett anders aus. Ja? Und das ist eben dann eben, wie gesagt,
der Grund, weswegen ich da beim DAX entsprechend eben sage, ich gucke mir da die Price Action an und orientiere mich da an der bei den Devisen, Edelmetallen, besonders zinssensitiven eben Währungen und dann entsprechend den Edelmetallen wie Gold. Da ist es so, da kann ich vorher schon eine Tendenz abgeben. Beim DAX fühle ich mich grundsätzlich unwohl. Also ich spüre das auch selber dann bei mir, wenn ich diese Szenarientableaus erstelle. Das macht relativ wenig Sinn, weil ich da einfach kein wirkliches Gespür habe, muss man so zu formulieren. Das ist wirklich, ist es nicht vorhanden, weil die Equities gefühlt sowieso machen, was sie wollen. So ist dann eben entsprechend jetzt auch die Einschätzung bezüglich dann der Märkte. Also wenn ich jetzt sage, initial, es war eine dovische Interpretation, deswegen hat der US-Dollar hier zunächst nachgegeben, der hat hier nachgegeben, das sieht man in Gold oder auch der hat sich hier im US-Dollar eher auf der Unterseite präsentiert oder Dollar-Yen auf der Unterseite. Jetzt sind wir dann bei einer jetzt switchenden, hawkischen Interpretation, in Anführungsstrichen jedenfalls. Also es hat sich gefühlt eigentlich gar nichts getan. Vielleicht fühlt sich der Markt sogar gerade jetzt so ein bisschen bestätigt in der Positionierung, dass er sagt, naja, eigentlich haben wir einen dovischen Hike erwartet, waren zwar schon Zinsen long, aber offensichtlich lohnt sich diese Positionierung weiterhin, zumindest kurzfristig, auf anziehende Zinsen zu spekulieren. Demnach müsste der US-Dollar auf breiter Front besonders gegen Niedrigzinswährungen wie Euro oder auch Yen anziehen. Folglich sehen wir entsprechende Nachfrage in den Markt kommen. Zeitgleich sehen wir eben auch zum Beispiel, dass dann so zinssensitive Märkte wie Gold abverkauft werden. Nochmal, der DAX reagiert gar nicht drauf. Ja, der löst sich da komplett von. Und demnach unterstreicht das auch jetzt tatsächlich weiterhin dieses Bild der jüngeren Vergangenheit, diese starke Struktur, die eher für den Breakout auf der Oberseite spricht. Also das heißt, für morgen, ja, ich jetzt nicht mehr, aber für morgen wäre ich nicht überrascht, wenn wir hier eine stark bullische Reaktion noch sehen, die uns dann in Richtung 12.600 Punkte eben führt. Und diese Aufwärtsstruktur, die sich seit Mitte, ist es Mitte August? Mal kurz gucken. Oh, Verzeihung, nee, das war der falsche. Ne, gucken wir uns gleich an. Dollar-Yen können wir uns gleich angucken, auch aus der Perspektive. Na, es ist, ja, Mitte September ist es, Mitte September, diese Aufwärtsstruktur, dass sich diese eben zunächst mal fortsetzt und dass da ein ernsthafter Zacke auf diesen Widerstand auf der Oberseite, den ich als Trendsupport bezeichnen würde, fallende Hochs, fallende Tiefs, das hält diese Abwärtsbewegung hier intakt, dieser Bereich, also Unterstützung, unterstützt diese Abwärtsstruktur. Dass da auf jeden Fall eine ernsthafte Attacke ansteht, eher und wahrscheinlicher, als dass wir jetzt hier diesen überkaufen, sicherlich auch erkennbaren, etwas überdehnten Modus auf der Oberseite auf dieser Aufwärtsbewegung. Wir reden immerhin von einer Bewegung hier von 600 Punkten, die keinerlei Korrektur signifikant gesehen hat, dass sich die erst noch fortsetzt, als dass der Markt erstmal hier zurücksetzt, dann bis in den Bereich um 12.100 Punkte. So, jetzt schauen wir uns den Dollar-Yen an. Also hier unten, wir sehen die Grafik. Wenn wir den Chart jetzt hier ganz stark zusammensteuern, dann sehen wir auch, wo diese blaufarbene Linie herkommt. Das ist so eine Trendlinie, die sich ergibt über ein sehr, sehr langes Zeitfenster. Wenn wir zurückgehen bis ins Jahr 2015 sogar, da können wir hier diverse Hochs miteinander verbinden. Da war es eine sehr starke Abwärtsbewegung, die der Dollar-Yen dort eingeleitet hat. Und über diese Linie sind wir dann hier im Juli ausgebrochen. Es kam jetzt zu einem Rücksetzer in diesem Bereich und dann haben wir uns gegen diesen Bereich wieder nach oben abstoßen können und laufen jetzt bis in die 113er Gefilde eben. Und da sieht man auch, das ist ein durchaus signifikanter Bereich, in dem wir laufen. Und man hätte sicherlich auf solch einen dovischen Hike, wenn er denn dann gekommen wäre, beziehungsweise eigentlich jetzt gekommen ist, aber der Markt reagiert da nicht so drauf, wie er eigentlich sollte, hätte man durchaus auch einen härteren Abprall gegen diese Region sehen können. Stattdessen sehen wir aber, dass wir uns nochmal in diesen Gefilden nicht nur stabilisieren können, sondern sogar vielleicht einen ernsthaften Attack auf diesen Bereich starten. Heißt etwas anders formuliert, Dollar japanischer Yen steht jetzt in meinen Augen kurz davor, hier eine ernsthafte Attacke zu starten und dann sich auf den Weg aufzumachen, bis in die Gefilde eben um vielleicht sogar 114 vorzustoßen. Das ist jener Bereich um die Hochs hier aus dem November 2011, 114, 114,50 ungefähr, diese Region, beziehungsweise es sind dann auch die Hochs aus dem Dezember damals, also November, Dezember Hochs ungefähr. Auch eine sehr signifikante Region, das kann man hier erkennen. Wir haben dort diverse Male sind wir aufgelaufen und sind dann vor Erreichen im Dezember, beziehungsweise Anfang 2018 eher nochmal stärker abgekippt auf der Unterseite. Das ist auch etwas, was durchaus berücksichtigt werden sollte, wo man dann auch sieht, das wird sicherlich eine schwere Angelegenheit, diesen Bereich rauszunehmen, aber auf der Oberseite dennoch Potenzial, wenigstens nochmal für einen erneuten Test dieses Bereichs eben zu sorgen. Und da wird es dann interessant, wenn wir vom Daily, also von der übergeordneten Zeitebene, eben die Stunde runtergehen, wenn wir uns die jetzt mal hier angucken, klick, 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 was dann eben auffällt, ist, dass wir hier eben sehen, es hat sich eine klare Aufwärtstendenz herauskristallisiert, auch
erkennbar durch diese Sequenz steigender, hochsteigender Tiefs, die man hier besonders die Tiefs dann verbinden kann mit dieser Trendlinie. Und wir sehen eben der Bruch unter diese Trendlinie, beziehungsweise der Fall auch unter dieses ehemalige, oder nicht ehemalige, sondern dieses bestehende relative Tief auf Stundenbasis, verlaufend im Bereich so um 112,70 ungefähr, bleibt aus. Also es ist ein sehr volatiles Marktumfeld. Davon sprechen wir jetzt an der Stelle nicht, ne? Das ist durchaus etwas, wo wir jetzt sagen können, das ist eine Differenz hier von 30 Pips. Nichtsdestotrotz ist das schon markant, finde ich, dass wir diesen Bereich haben, nicht jetzt in dieser initialen Bewegung auf der Unterseite im Dollar-Yen haben unterschreiten können. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass da zeitnah eine ernsthafte Attacke nochmal auf die 113 stattfindet. Nicht, wie gesagt, folglich heute, zwangsläufig heute. Wir müssen übrigens jetzt auch mal kurz gucken. Gerade eben sitzt nämlich jetzt Jay Powell vor der Presse. Mal gucken, ob es da irgendwelche Kommentare gibt. Ich verfolge hier parallel auf dem Bildschirm übrigens dann Twitter und lasse euch da entsprechend ja, Paul sagt, also hier wird das auch geupdatet. Number of people working is rising, wages are up. Also positive, kurze Fassung, positiver Ausblick für den US-Arbeitsmarkt. Er sagt, overall US growth outlook remains favorable, boosted by fiscal stimulus. Also das heißt, der übergeordnete Ausblick für das US-Wirtschaftswachstum ist auch günstig, ist natürlich positiv durch den fiskalpolitischen Stimulus seitens der Trump-Administration auf den Weg gebracht. Wir erinnern uns dran, diese Zins, nicht Zins, Steuersenkung, die da initiiert worden ist, ist auf jeden Fall etwas, was die US-Wirtschaft derzeit eben am Treiben ist. Wo ich gerade übrigens hier spreche, ich retweete das mal, muss ich das nicht selber kopieren. Ich habe das jetzt gerade in meinen Twitter-Account gestellt, da gibt es jetzt auch die Pressekonferenz, der man folgen kann. Wir erinnern uns, es gibt da durchaus das ein oder andere Mal gibt es hier, Moment, so, Link kopieren. Ja, wenn die EZB ihre Pressekonferenz hält, dann ist es ja so, dass wir auch dort entsprechend eine Möglichkeit haben. Und hier ist es in diesem Fall so, es gibt eine FED-YouTube-Page, die natürlich das Gleiche uns zur Verfügung stellt. So, mach das mal hier kurz auf. So, das ist der YouTube-Channel von der Fed, die das auch abdeckt. Ich mache den Ton auch gleich mal weg. So. Und so, da kann man sich eben die Ausführungen jetzt von Paul eben in live anschauen. Auch dann entsprechend hier mit divers, das war schöner, ehrlich gesagt, als das, was man hier seitens der EZB mal sieht. Da sieht man nur Mario Draghi sitzen. Und hier gibt es nämlich auch schöne Grafiken dazu. Economic Projections, also das heißt die Projektion für die Wirtschaft eben entsprechend. Hier ist der Dotplot, der angezeigt wird. Das ist cooler. Das ist wesentlich cooler. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das in der jüngeren Vergangenheit auch so war. Auf jeden Fall, wie gesagt, Fakt ist, da kann man dieser Pressekonferenz jetzt folgen. Die Kommentare von Powell sind jetzt nicht so besonders neu, denn die sind auch größtenteils aus dem Statement der Fed lesbar bereits, beziehungsweise können sich auch aus dem Dotplot eben hier ablesen lassen. Ja, das ist eben das, was ich gerade schon meinte. Deswegen ist das, was Powell jetzt eigentlich macht, gar nicht mehr so spektakulär und ich gehe auch nicht davon aus, dass die entsprechenden Fragen seitens der Journalisten in der Lage sind, hier in dem sich jetzt abzeichnenden Bild etwas großartig zu ändern. Es zeigt nur, dass im Grunde genommen viel Wirbel um nichts erstmal gemacht wurde. Es ist der irgendwie dann doch dovische Hike geworden. Nichtsdestotrotz war der ausreichend genug eingepreist, dass der US-Dollar jetzt hier infolgedessen nicht stark unter Druck gerät. Aber wenn man die Price Action insgesamt beobachtet, es ist dann so, dass, wie gesagt, Dollar, japanischer Yen weiteres Potenzial auf der Oberseite hat. Gold zum Beispiel hier eher wahrscheinlich nochmal eine Attacke auf der Unterseite startet. Also ich hätte mir für heute oder auch generell für mein übergeordnetes, eher bullisches Bild, was ich für Gold zeichne, schon seit einiger Zeit übrigens, eher gewünscht sicherlich, dass wir über 1215 gehen. Wenn wir jetzt stattdessen aus dieser Range auf der Unterseite ausbrechen und der US-Dollar wieder in der Lage ist, müssten doch Momentum aufzunehmen, dann muss man schon ganz klar sagen, 1185 vielleicht rund gesprochen ist so das Level. Wenn wir unter dieses fallen, sind wir nochmal in der Lage, auch zeitnah in den kommenden Wochen die 1160 anzulaufen und vielleicht sogar noch tiefer zurückzusetzen. Dann bis in den Bereich hier auf der Unterseite, wir sehen, das ist ein durchaus signifikanter Bereich, bis in den Bereich sogar um 1120 US-Dollar pro Feinunze verkauft zu werden. Und also alles in, da sehen wir jetzt übrigens, da kommt gerade der Push jetzt im Dollar-Yen auf der Oberseite. Recht stark tatsächlich. Ich gucke mal kurz nochmal Euro-Yen. Ja,
Der ist aber stabil. Also, wenn zeitgleich ist der Euro nicht in der Lage hier, sich gegenüber dem US-Dollar stabil zu präsentieren. Also, hier sieht man auf jeden Fall, da kam jetzt gerade die Attacke, dieser potenzielle Breakout auf der Oberseite. Der oder wo ich auch sagen würde, das sind die von mir jetzt favorisierten Szenarien. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Breakouts zeitnah eben ansetzen, würde aber wirklich diese Breakouts abwarten wollen. Also, was zum Beispiel, ich formuliere es mal etwas anders. Ehrlich gesprochen gefällt es mir gerade gar nicht, dass diese Attacke jetzt auf den Weg gebracht wird, denn ich möchte das eigentlich in einem, ja, in einem etwas günstigeren Marktumfeld sehen. Also nicht, dass ich glaube, dass die US-Märkte keinerlei Signifikanz besitzen, auch im Devisenbereich, aber die signifikanten Bewegungen werden da eigentlich über die europäischen Handelssitzungen initiiert, weniger eigentlich über den US-amerikanischen Handel, erfahrungsgemäß. Sprich also, ich würde das lieber morgen zur europäischen FX-Eröffnung dann sehen, beziehungsweise wenn in London die Lichter angehen, so ab 7, 8 Uhr unserer Zeit, diese Bewegung, diesen Push, alles, was jetzt stattfindet, und das sehen wir auch jetzt bereits, hat das Potenzial für sogenannte Fakeouts. Also das kann dann durchaus sein, dass das einfach nur ein Stop-Phishing auf der Oberseite ist, weswegen halt ich mich dann sehr ungern hier jetzt long positionieren wollen würde. Also wenn ich Bewegungen handeln wollte, dann würde ich, wie gesagt, gerne auch das Hauptmarktumfeld abwarten. Also ähnlich auch der Argumentation hier im DAX zum Beispiel, dass ich morgen lieber beginnen würde, hier dann auch nicht nur beginnen würde, sondern in einen Breakout traden würde, wenn dann der europäische Handel wirklich auch wieder zum Leben erwacht, mich jetzt nicht darauf verlassen, dass über die US-amerikanische Handelssitzung, jetzt in der kommenden Stunde ganz besonders auch die Wall Street schließt in einer Stunde schon wieder, dass da eben die nachhaltigen Bewegungen auf den Weg gebracht werden. Alles, was da jetzt an charttechnisch relevanten Leveln über oder unterschritten wird, ist auf jeden Fall in meinen Augen mit Vorsicht zu genießen. Also sprich zum Beispiel auch, wenn wir jetzt hier uns den Euro-US-Dollar anschauen, der Break jetzt unter dann in dem Fall auf der Unterseite unter die 17,30, 17, 17,30. Das wäre in meinen Augen nicht unbedingt ein signifikanter Bruch, der da erfolgt. Da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Das gleiche gilt aber auch für die Oberseite. Auch das habe ich übrigens in diesem Szenarientableau beschrieben. Das habe ich mir eigentlich so eine Mühe gegeben, dieses Szenarientableau zu konzipieren, und habe jetzt das relativ stiefmütterlich eben tatsächlich hier thematisiert. Wir wollen uns gleich auf die Folie fokussieren, auf der wir sind. Das ist eigentlich eher dovish, ja, aber der US-Dollar kann sich dennoch stabil präsentieren. Beziehungsweise, es ist jetzt eigentlich eine Mixtur schon fast aus diesem Szenario und dann noch dem dritten Szenario, wo man sieht, neutral ignorant bezüglich der globalen Konjunktur mit den Handelskonflikten. Also in die Richtung geht eigentlich jetzt so ein bisschen die Kommunikation der Fed. Wenn man es jetzt wirklich mal so ein bisschen wirken lässt, mal kurz drüber nachdenkt, dann muss ich zugestehen, dann ist das schon eigentlich so ein bisschen positiver Ausdruck für die US-Wirtschaft, das haben wir jetzt gerade eben gelesen, und relativ neutral bis ignorant bezüglich eigentlich der Handelskonflikte. Außer ich habe jetzt irgendwas überlesen, ich schaue es mal ganz kurz, update hier nochmal kurz parallel. Also jetzt geht er ein bisschen auf Trump ein, Powell on Trump, Criticism. Kritik von Trump, wir erinnern uns dran, als Trump sagte, dass er natürlich nicht so begeistert ist, dass die Fed da an der Zinsschraube am Drehen ist und damit der Währung, dem US-Dollar, so viel Auftrieb gibt, dass das negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft hat. Der Congress, geht um Trump herum an der Stelle, obwohl Trump natürlich derjenige, welcher war, der ihn mehr oder minder ins Amt gehievt hat, also offiziell war es der Kongress, aber jeder weiß, dass der US-Präsident derjenige, welcher ist, der die Wahl da trifft. The Congress gave us an important job, also hat uns einen wichtigen Job gegeben, also ignoriert das im Großen und Ganzen. Powell asked about Trump pressure, says Fed focused on mission. Also Trump kann zwar viel reden, aber nichtsdestotrotz, die Fed hat ihre Mission und dieser Mission wird gefolgt. Das ist nicht besonders überraschend, dass man von einem Notenbanker so eine neutrale Haltung zu hören bekommt. Haben wir hier noch was? Irgendwas? Confident, Financial Conversation? Nein. Also ignorant trifft es ganz gut. Trifft es ganz gut. Fed does not consider political factors in deciding policy. Das ist jetzt eine Webseite namens Live Squawk, die das ebenfalls so thematisiert. Also, es passt ganz gut. Also, jetzt sind wir tatsächlich schon bei der dritten Slide dann tatsächlich angekommen, mit der neutral ignoranten Haltung. Und da findet sich in der Tat auch dann das, was ich eben hier neutral bis bullisch bezeichnet habe, Euro-US-Dollar. Kurzer Stint über 1,18, 1,1850 hat Potenzial für Fakeout, Stop-Phishing. Technischer Ausblick im Daily grundsätzlich positiv, solange wir bei 1,15, 1,1530 handeln.
Passt perfekt. Kurzer Stint, ja, an, sogar nur die 1,18 und dann nichts weiter. Nichtsdestotrotz, ich wäre selbst beim Bruch unter die 17, 17,30 nicht zwangsläufig jetzt Euro-US-Dollar Short, weil diese Struktur, diesen steigenden Hochs und steigenden Tiefs so lange intakt bleibt, wie wir über diesem Niveau hier handeln. Nichtsdestotrotz, das passt bis dato recht gut eigentlich in dieses Bild, was ich jetzt hier gezeichnet habe in dieser Slide. DAX neutral bis bullish, ausgehend von jüngster Price Action, sind wir wieder bei der realistischen Chance auf die Attacke auf die 12,6. Dollar-Yen initial bullish mit Stint über 113, aber Nachhaltigkeit einer solchen Bewegung blieb abzuwarten. Fakeout wäre auch ein Retest denkbar. Also das ist das, was wir jetzt gerade zu sehen bekommen. Wir sind kurz davor, eben die 113 rauszunehmen und auch, also ist jetzt nicht ohne, dieser Bruch, der sieht ja durchaus signifikant aus, aber nichtsdestotrotz, wir sollten uns so ein bisschen vorsichtig hier zeigen, ob wir in der Tat da eine nachhaltige Bewegung sehen. Es sieht danach aus. Es sieht danach aus. Das muss man ganz klar sagen. Und auch vor dem Hintergrund der Signifikanz dieser Region ist das nicht zu unterschätzen. Und das könnte sein, dass das die Initialzündung ist für eine trendige, dynamisch trendige Bewegung in den Wochenschluss hinein, hoch bis 114, 114,50 vielleicht sogar. Nichtsdestotrotz ist es eben auch so, dass dieser Ausbruch ein bisschen in Frage gestellt werden sollte, eben weil wir jetzt auch eine sehr ungünstige Zeit haben, in der wir derzeit traden. Und Gold ist neutral bis bullisch, Nachhaltigkeit eines Breaks über 2,15, falls er überhaupt erfolgt, bliebe erstmal abzuwarten. Anders formuliert, ich bin hier schon wieder, also schwingt meine grundsätzlich positive Haltung für Gold mit, zu positiv für Gold. Das sieht man dann auch in der Klammer, falls er überhaupt erfolgt, in Gold hat es noch nicht mal einen Ansatz einer Attacke gegeben. Noch nicht mal das, was in meinen Augen ein deutlich bärisches Bild zeichnet und die Chancen dramatisch erhöht, dass da der nächste bärische Stint eher sich anschließt, dass wir unter 1185 rutschen und dann eben bis 1160 verkauft werden, darunter sogar bis 1000, 1120 US-Dollar pro Finance eben laufen. Ja, und soweit ist es tatsächlich schon gewesen. Ich widme mich jetzt mal den Fragen ganz kurz. Es ist halt eine klassische sogenannte Heuristik im Falle von Martins Frage. Und zwar der DAX müsste doch jetzt fallen, wenn jetzt Waren aus Europa teurer werden oder ist das falsch gedacht? Grundsätzlich glaube ich, passt das in der Argumentation schon. Das passt schon. Nichtsdestotrotz ist es eben so, besonders eben hinsichtlich dieser immer sehr, ja, eigenwilligen Reaktionen im DAX fährst du, glaube ich, am besten immer noch damit, einfach zu sagen, ich kann mir die Gedanken machen über das, wie jetzt der weitere Verlauf sich dann im DAX darstellt, aber nichtsdestotrotz unterm Strich bleibt, trade what you see, wenn du es rein diskretionär machst oder wie ich es zum Beispiel weiß, in deinem Zusammenhang, handel einfach deinen Handelsansatz weiter. Weil am Endeffekt ist das so dann klassisch, da kann man sich mal über Wochenende, steht jetzt auch dann wieder in 2, 3 Tagen an, kann man sich mal hinsetzen, kann man ein bisschen drüber philosophieren, kann sich mal ein paar Gedanken machen, ja, so was könnte denn jetzt sein und so weiter. Aber aufs Trading selbst hat das eigentlich oder sollte es keinerlei Auswirkungen haben. Das sollte man wahrscheinlich einfach sich losgelöst von betrachten und einfach sagen, lassen wir die Interpretation dessen die Medien machen, wir handeln unseren Stiefel durch, wir sind hier Trader, wir machen es einfach genau so und fertig. Also wie gesagt, in Bezug auf Gold, Euro-Dollar und auch Dollar-Yen finde ich den fundamentalen Effekt essentiell wichtig und er beeinflusst auch wesentlich meine Handelsentscheidung. Im Falle des DAXes und auch dieser choppigen Price Action, die wir gerade da sehen, würde ich das komplett eigentlich außen vor lassen und den DAX einfach stumpf, stupide so durchhandeln, wie die Handelssignale ihm gegeben werden. Auch dann nicht hinsichtlich Positionsgrößenreduktion oder sonst dergleichen. Und da würde ich das übergeordnete Bild einfach ganz klar bullish sehen und derzeit eher den Break auf der Oberseite sehen. Wobei ich dann wiederum natürlich als jemand, der auch dann ein bisschen länger schon am Markt ist, natürlich berücksichtigen würde. Ich meine, Fakt ist auch, ich weiß, auf der Unterseite ist eher noch Action zu sehen. Also das heißt, da kommen dynamischere, aggressivere Bewegungen zustande, nicht nur in Richtung abwärts, sondern auch die Gegenbewegungen, die da mal anstehen könnten. Das heißt also, da bin ich dann sicherlich auch so ein bisschen bärisch angehaucht, grundsätzlich, aber nichtsdestotrotz, also wenn man sich die übergeordnete Struktur anschaut, dann ist ganz klar auf jeden Fall die Long-Seite zu favorisieren und eher der Stint nochmal Richtung 12,6 und dann also übergeordnet durch eben die Signifikanz des Bereichs als eben der Rutsch auf der Unterseite. Ja. Und soweit sei es das meinerseits gewesen. Dann hoffe ich doch, dass ihr habt hier ein bisschen was mitnehmen können und
euch gut unterhalten gefühlt habt bezüglich der Fettabdeckung und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Erholt euch gut und ja, wir hören voneinander. Also das war jetzt im Rahmen dieser Serie erstmal das letzte Webinar, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir zeitnah nochmal hier im Tickmill-Format auf jeden Fall webinartechnisch voneinander hören. Ich hatte da schon was angedeutet, dass da zeitnah vielleicht was kommt. Und ja, demnach, da blicken wir freudig eben entsprechend hin. Wir hören auf jeden Fall was voneinander und ich glaube, wir hören uns auch hier wieder voneinander. Und soweit sei es aus meinerseits gewesen. Also, happy trading. Passt auf eure Stops auf. Habt euch wohl, macht euch einen schönen Abend, erholt euch gut und bis die Tage. Happy trading, wie gesagt, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.